Was die männliche Körperpflege anbelangt, ist die Zeit, in der wir leben, eine geniale Zeit, vor allem auch wir Bartträger. Dafür gibt es drei Gründe. Der erste Grund ist, dass jeder inzwischen verstanden hat, dass es ein paar Sachen gibt, die du als Mann auch machen musst. Ein Mann muss sich pflegen. Punkt um. Es gibt ein paar Sachen, die gehören einfach dazu. Der zweite Punkt ist, dass wir die 90er und die 2000er hinter uns haben. Das war eine sehr verwirrende Zeit. Da hat man versucht, uns zu suggerieren, dass wir 7 Cremes benutzen müssen und eine Schicht über die Schicht machen. Das ist Gott sei Dank hinter uns. Man hat inzwischen verstanden, dass Männer was brauchen, das uns den Tag erleichtert. Und der dritte Punkt ist, dass die Industrie das auch verstanden hat. Nicht nur haben die verstanden, dass sie uns den Tag erleichtern sollen, die haben auch verstanden, worauf wir stehen. Das Resultat ist, dass es ein paar richtig coole Produkte gibt. Und die würde ich gerne in der neuen Rubrik zeigen. Damit wir das machen, brauchen wir so ein kleines Grundlagenvideo. Hier ist er. Ein maskuliner Leitfaden zur männlichen Körperpflege. Los geht's! Wir machen uns das jetzt ganz einfach und gehen das systematisch durch. Als allererstes ist klar, schönes Geräusch, wie immer. Grundsätzlich duschen. Du brauchst ein Duschgel und ein Shampoo. Kann ruhig in einem sein, also müssen nicht zwei verschiedene Flaschen sein. Wenn du jemand bist, der ein besonderes Shampoo braucht oder ein besonderes Duschgel wegen trockener Haut oder wie auch immer, dann, ja, dann brauchst du ein Fläschchen mehr. Für die Bartträger, bitte benutzt ein Bartshampoo. Es gibt einen Grund, warum die Dinger existieren. Die Haare im Gesicht sind andere Haare als auf dem Kopf. Duschgel, Shampoo, Bartshampoo. 3 Punkte. Kleiner Tipp an der Stelle. Wenn du wie ich bist und dich das stört, wenn da 1000 verschiedene bunte Dinger rumstehen im Bad, ich habe mal über Amazon diese, na, kriegt man die fokussiert, diese Pumpflaschen gekauft. Die sind ziemlich cool, die kosten einen Apfel und ein Ei. Die schwarzen gehören meiner Frau, die braunen gehören mir. Ich habe 3 Stück da stehen, ganz einfach. Es sollten ja keine 30, 40 Leute durch dein Bad gehen am Tag. Also da, wo du es hinstellst, da bleibt es auch. Dann wüsstest du ja, was wo drin ist. Im schlimmsten Falle kannst du unten einen kleinen farbigen Aufkleber dran machen, dann weißt du, wo was drin ist. Das sieht ordentlich aus, das sieht sauber aus und es macht halt wirklich was her. Nächster Punkt, eincremen. Eincremen ist wirklich wichtig. Ich habe meinen Körper in den letzten 25 Jahren ziemlich misshandelt. Liegt daran, wenn es mir nicht so gut geht, nehme ich zu. Und wenn ich zunehme, meine ich jetzt nicht 5 oder 6 Kilo, sondern ich schwank zwischen 80 und 120 Kilo. Das ist wirklich ein großes Hin und Her. Es gibt 2 Gründe, warum meine Haut jetzt nicht einfach nur so runterhängt. Grund Nummer 1, gute Genetik, Gott sei Dank. Grund Nummer 2, dieses Zeug hier. Queen Helene Cocoa Butter. Damit bin ich das erste Mal konfrontiert worden, irgendwann in den 90ern, als ich in New York studiert habe. Und ich hatte viele hispanische Freunde und die haben mir gesagt, hey, benutzt es, das ist genial, nach dem Duschen einmal eincremen. Es war damals ganz normal, das dauert eine Minute, wenn du dir, komm, lass es 2 Minuten sein, wenn du dich eincremst. Es hilft, es ist gut, du hast viel gesündere Haut und du fühlst dich auch wohler. Männer, eincremen, ein Produkt, Punkt um, schnell eingecremt, es tut nicht weh, aber es hilft. Nächster Punkt, Thema Haare. Grundsätzlich haben wir 3 verschiedene Arten von Haaren. Wir haben Haare auf dem Kopf, Haare im Gesicht und Körperhaare. Haare auf dem Kopf, klar, da brauchst du irgendwas, um die deinem Stil entsprechend irgendwie in Form zu bringen. Ich benutze da eine Frisiercreme bzw. eine Pomade. Da gibt es auch ein paar richtig coole, wo ich mich schon echt drauf freue, euch die zu zeigen. Da gibt es auch viele andere Möglichkeiten. Wenn du keine Haare hast, gibt es Sachen, die wichtig sind, um die Glatze zu polieren, wie man so schön sagt. Was ich zu dem Thema dazu sagen kann, da gehört auch noch Bart dazu, ist tatsächlich, investiert mal die paar Euros und kauft euch mal so eine ordentliche Bürste oder so eine ordentliche Bartbürste. Sowas hier in der Richtung oder vielleicht ein Kamm. Also so ein Kamm, der ist handgemacht von der Firma Kent aus London, der kostet gerade mal 6 Euro. Also ich glaube, die kann man investieren. Bürsten sind ganz wichtig, weil die berühren deine Kopfhaut. Und wir wollen ja die Haare behalten, die wir haben. Für den Bart logischerweise, klar, da ist auch so eine Bartbürste sehr wichtig, aber auch die Produkte, die es da gibt. Da gibt es Bartbalsam, da gibt es Bartbutter und da gibt es Bartöl, das wohl bekannteste. Was Thema Bartbutter anbelangt, die kriegst du sehr schwer in Deutschland. Deswegen werden wir uns demnächst mal anschauen, wie man Bartbutter selber macht.
nicht nur Haare haben, auch Haare entfernen. Wenn wir schon an dem Punkt sind, ich werde da gar nicht näher drauf eingehen. Wir haben alle Ansprüche an unsere Frauen. Ja? Bevor das wir Ansprüche haben, sollten wir die vielleicht selber erst einmal erfüllen. Ich glaube, das Zauberwort hier ist vorzeigbar. Also du sollst nicht so aussehen, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, als würdest du direkt zu einem Fotoshoot gehen oder als ob du deinen allerersten Arbeitstag bei Vivid hast. Vorzeigbar, Männer. Mehr müssen wir nicht drüber sprechen. Ich glaube, jeder weiß, was ich meine, wenn ich sage vorzeigbar. Wenn du vorhast, dir einen Bart wachsen zu lassen, mit dem Hintergedanken, dass das weniger Arbeit ist, dann vergiss es, das ist mehr Arbeit. Aber es kommen halt auch coole Sachen dabei rum. Also die Nassrasur an sich ist ja ein Ritual. Und auch da gibt es verschiedene Rasierseifen, Pinsel. Es gibt da auch ganz tolle Firmen. Ein schönes Rasiermesser. Ich habe jetzt zum Beispiel eins, das ich irgendwann gerne mal meinem Sohn weitergeben möchte. Ein handgemachtes aus Solingen. Also das sind auch wirklich tolle Männerpunkte, über die wir sprechen sollten. Ich glaube, über Zähne muss ich gar nicht so arg reden. Egal, ob die gerade oder schief sind, die müssen sauber sein. Sich mal tatsächlich feucht durchs eigene Esszimmer zu wischen und das vielleicht auch mal während der Arbeit nach dem Mittagessen, ist angebracht. Ich benutze zu Hause eine elektrische Zahnbürste. Ich habe eigentlich immer im Auto noch einen Satz, nicht elektrisch, manuell. Aber wenn ich mal irgendwo bin, dass ich mir vielleicht zwischendrin die Zähne putzen kann. Achtet bitte auf eure Zähne. Ich habe als Kind ein furchtbares Trauma gehabt beim Zahnarzt. Das wünsche ich niemandem. Deswegen bin ich auch so dahinter, dass mein Kleiner die Zähne putzt. Also Zähne putzen, ich glaube, das ist ein Thema, da müssen wir jetzt nicht drüber reden. Wie gesagt, elektrisch für unterwegs, manuelle Zahnbürste vielleicht irgendwo im Handschuhfach zu haben, ist gar nicht mal so eine schlechte Idee. Jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz tollen Punkt und zwar Parfüm und Deo. Normalerweise gibt es bei guten Parfüms auch immer das entsprechende Deo dazu. Wenn es das nicht gibt, dann achte bitte darauf, dass du ein geruchsneutrales Deo nimmst. Es gibt die Deos ohne Parfüm. Warum erwähne ich das? Es gibt eine Sache, die nennt sich Duftverwirrung. Um Duftverwirrung zu erklären, erinnere dich mal bitte zurück an die 7. Klasse, wie das Klassenzimmer gerochen hat nach dem Sportunterricht. Das ist Duftverwirrung. An dieser Stelle, liebe Biologie-, Musik-, Erdkundelehrer, Entschuldigung. Versuch auf jeden Fall, diese Düfte nicht zu sehr zu mischen. Man kann es manchmal nicht vermeiden, klar, aber man kann gucken, dass man in die Richtung geht. Also die meisten Düfte, die ich benutze, Zino Davidoff, die sind so vanillig, Leder, Sandelholz, da passen meine Bartöle dazu. Also Bartöl, Vanille passt da wunderbar dazu. Wenn ich mal Cool Water zum Beispiel benutze, was ja eher ein frischer Duft ist, dann habe ich ein Bartöl, das ist eher minzig, beziehungsweise ich habe noch ein Bartöl, das ist komplett geruchsneutral. Also ich versuche auf jeden Fall, diesen Geruch der 7. Klasse nach dem Sportunterricht zu vermeiden. Hier auch nochmal an dem Punkt. Wenn es um Sprüher geht, wie viel Sprüherparfüm soll ich drauf machen? Liebe Männer, 16 ist keine adäquate Anzahl an Sprühern, wenn es um Parfüm geht. 3 ist richtig. Auch keine 5, auch keine 7. 3 Stück. Einmal hierhin, einmal dahin und einmal dahin. Wenn dir das zu wenig ist, dann kannst du natürlich noch so machen und kannst es dann verreiben. Und wenn dir das immer noch zu wenig ist, dann kannst du, bevor das du sprühst, ein bisschen Vaseline oder Shea Butter hier und hier hinmachen. Und wenn du es nicht mehr riechst, dann reibst du kurz hier und dann hast du den Geruch auf einmal wieder. Dann wird es wieder aktiviert. Es ist ganz schlimm, wenn ein Mann zu viel Parfüm drauf hat. Bei Frauen ist es schon abstoßend, bei Männern ist es noch mal schlimmer. Wenn du auf dem Parkplatz fährst und deine Kollegen können dich riechen, dann ist das zu viel. Wenn du dich an der Kasse im Supermarkt anstellst, da sind 15 Leute vor dir und die Kassiererin denkt sich, hoppala, wer ist denn da 17 Bahnen in seinem Eau de Cologne geschwommen heute Morgen? Dann ist das zu viel. 3 ist die adäquate Anzahl an Sprühen. Warum? Ein Duft ist, wenn es intim ist. Das sollen nicht die Nachbarn 18 Tische weiter im Restaurant riechen, sondern das sollen die Leute riechen, die du nah an dich ranlässt. Und ich hoffe für dich, dass das nicht zu viele sind. Die Leute, die nah an dich rankommen, die sollen das riechen können, der Rest aber nicht. Deswegen, weniger ist in diesem Falle mehr. Und bitte sag nicht, wenn weniger mehr ist, stell dir mal vor, wie viel mehr dann ist. Weniger ist mehr. Punkt um. 3 Sprüher. Das war's auch schon. So super kompliziert war es jetzt eigentlich gar nicht.
Hier ist auch nicht mehr so viel drin. Ein Schlückchen Woodford Reserve habe ich noch. Das trinke ich gleich auf euer Wohl. Grundsätzlich, klar, es gibt ein paar Sachen. Guck, was ist so das Essentielle, was du brauchst. Guck, dass du mit deinem Duft andere Menschen nicht belästigst. Ob guter Duft oder schlechter Duft, ist beides genauso störend, wenn es belästigend wirkt. Es gibt ein paar tolle, tolle Firmen. Ich freue mich schon, euch die in den nächsten Tagen zu zeigen. Wenn dir das Video gefallen hat, wenn du ein paar von den Tipps vielleicht hilfreich fandest, dann würde ich mich echt freuen, wenn du mich das wissen lässt, mir vielleicht auch noch was in die Kommentare schreibst. Wenn du noch nicht dabei bist als Abonnent, dann lass es dir bitte durch den Kopf gehen. Ich persönlich würde mich sehr freuen, dich mit an Bord zu haben. Und für die, die schon dabei sind, freut euch. Wie gesagt, ich habe ein paar richtig coole Firmen, die ich euch zeigen möchte in den nächsten Tagen. Auf euer Wohl und bis zum nächsten Mal.